Hallöchen ihr, der Nalefir und willkommen zurück bei Last Epoch, ihr Lieben, wo es weitergeht, hier zurück aus den Ratskammern, wo ich erstmal mit dem lieben Hauptmann Ansel sprechen möchte. Bei den Göttern, du bist wieder da, dazu noch in einem Stück. Mit diesen Vorräten schaffen wir es vielleicht, den entscheidenden Moment länger durchzuhalten. Vielen Dank, wir stehen in deiner Schuld. Gern geschehen. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt weiter hier in Richtung untere Bezirke gehen. Denn dort gilt es, für die Quest die letzte Zuflucht retten, hinzureisen. Würde ich sagen, machen wir das und schauen mal, was mich dort erwartet. Wir starten wieder von der Rüstkammer aus. Okay, dann lass mal gucken. Echt jetzt, den kannst du nicht schon triggern irgendwie, das ist ja richtig weird. Hat echt viel aus. Okay. Wir rotzen wieder ihre Facehugger raus. Hier. So, aber den machen wir hier. Okay, ist ein Platz. Gut. Und Stufe 17. Erhöhte kritische Trefferchance. Intelligenz, Blockrate und Wirksamkeit blockieren. Okay, nimmst du mal mit. Level baller ich hier wieder furchtlos rein. Weiter geht's. Mit den regelmäßigen Umständen zügellos. Na, so einer. So, dann lass mal gucken, was du am Start hast. Wo ist der Punkt? Nur Crit Chance auf Distanz. Ich weiß es aber gerade gar nicht, ob ich die Nachricht da oben schon gelesen habe. Waren wir da schon? Pike, Heiltrank, Jadering, Schergenschaden, das brauchen wir nicht. Ein Dreieckschild. Eine Regeneration, die Gesundheit. Immer noch ein Klassiker. Okay, Freeze Rate Multiplier. Silberring, erhöhtes Bewegungstempo. Jade Amulett. Für die Hoffnung und das Chaos. Wegen Intelligenzgeschichten. Sehr schön. Was ist mit dir? Schnell, gehen wir zurück zu den Ratskammern. Quartiermeister Manus. Okay. Dann machst du hier runter. Früh runter. Gehen wir hinten noch gucken, ne? Einige. Sehr schön. Heute gibt es wirklich ordentlich an Glyphen. Was echt entspannt ist. Mit.
und gehen rein. Im unteren Bezirk. Oh, ja, das war der Fight, okay. War komisch aus. Was tust du da? Lass mich allein. Hau ab. Ich spüre, dass ich mich verwandle. Vor dir fängt der Körper des ältesten Penian an, sich zu winden und unmögliche Posen einzunehmen. Okay. Ich wollte mal immer noch der gleiche Bossfight. Ja. Macht er das? Okay, ganz entspannt. Genau. Alles easy. Kommen diese Wirbel. Dieser Cave-In, genau, und dann kommt dieser Strahl. Da mal rundherum geht's, genau. Und das Badaboom. Da rausgehen. Irgendwann teleportiert er sich noch, ne? Ja, beim Cave-In macht er das richtig. Dann geht's wieder hin. Bitte, bitte. Schön ist, dass er das immer mit dem Uhrzeigersinn macht. Also alles in allem ein entspannter Fight. Rausrennen. Und mehr ist es nicht. Sehr schön. Was hast du denn fallen lassen? Nicht wirklich viel. War immer noch nichts irgendwie hier mit mit Angriffs oder Fernkampfschaden. Aufschaden. Vor dir liegt der Splitter, den der älteste Penian hatte. Er scheint die Leere zurückzudrängen, obwohl er den Mann selbst nicht beschützen konnte. Der Splitter in deiner Hand vibriert in seiner Anwesenheit, als ob er von jenem von dir angezogen wurde. Okay, ich nehme den Splitter. Das Ende der Zeit. Oh, das haben sie auch neu gemacht. Oh, wie schön. Oh, das haben sie auch alles neu gestaltet. Oh, sieht das toll aus. Coole Kiste. Okay. Sie ist ein wenig desorientiert aus. Das erste Mal hier. Reisende. Was ist das hier für ein Ort? Das hier ist das, was von deiner Zeitlinie und vielen anderen noch übrig ist. Herzlich willkommen am Ende der Zeit. Jetzt tu mal nicht überrascht. Zahllose andere Reisen sind schon hierher gekommen und von hier fortgegangen. Ha, wahrscheinlich habe ich bei meinem ersten Mal selbst so reingeschaut. Die meisten leben trotzdem nicht mehr lange, denn zwischen Zeitlinien hin und her zu springen ist ein gefährlicher Zeitvertreib. Wenn ich auch das gleiche Schicksal erleiden möchtest, solltest du mit deinem Freund Gaspar sprechen. Vielleicht ist er nett genug, um dir zu zeigen, wie du alles aus dir rausholst. Na ja, gut. Okay. Geh nach oben und sprich mit dem Ältesten Gaspar. Betritt den Zeitriss und schalte deine Meisterschaft frei. Da bin ich mal gespannt, hey. Okay, wir müssen erstmal nach oben gehen. Es wirkt alles vertraut, aber es sieht einfach nur neu aus. Das ist richtig cool. Du wirst wach. Das ist gut. Du hast bestimmt viele Fragen. Wie kannst du mir helfen?
Ich habe mit der Frau in der Rüstung gesprochen. Sie mag flapsig sein, hat das Herz aber am rechten Fleck. Dein Potenzial ist grenzenlos, unendlich in seiner Stärke, doch immer in Gefahr, in einem Meer anderer Ichs zu ertrinken. Zahllose andere, alternative Versionen von dir sind gekommen und wieder gegangen, doch sie alle sind ins Nichts verschwunden. Einige davon waren stark. Ihre Macht kannst du absorbieren und in dir beherbergen. Wie nutze ich ihre Macht? Ich bin schon lange hier, so lange, dass die Zeit und mein ursprüngliches Ich keine Bedeutung mehr haben. Ich habe das verschwindende Selbst von zu vielen Gaspores absorbiert, als dass ich sie zählen könnte. Dabei bin ich ziemlich gut darin geworden, die Schatten, die hier schweben, zu leiten. Wenn du es mir gestattest, werde ich einen Bruchteil deiner anderen Ichs zu dir leiten. Damit wird ihr verlorenes Schicksal an eins gebunden, das noch Hoffnung bringt. Doch ich warne dich. Wille muss unerschütterlich sein, sonst verlierst du dich womöglich im Sturm der Schatten. Gehst du dieses Risiko ein? Ich habe ja keine andere Wahl, oder? Dann schließe deine Augen und konzentriere dich auf das Potenzial, das du innehaben möchtest, und ich werde die Schatten zu dir führen. Oh, Meisterschaft wählt, Alter. Okay. Nahkampfangriffe, Wurfangriffe und leeren Zauber haben eine Chance von 10%, eine halbe Sekunde später in einem Echo wiederhergestellt zu werden. Ausgenommen, kann ich mir das schon anschauen? Das konnte man sich beim letzten Mal anschauen, ne? Hier doch, ne? Genau, konnte man das jetzt angucken. Und ich glaube... Okay, wurfleeren Schaden. Konnte man das nicht irgendwie noch hier hervorheben? Nee, nein, nicht wirklich. Okay, wir haben hier wurfleeren Schaden. Nahkampfleeren Schaden. Kampfschaden. Ich hatte eigentlich vorgehabt, schon dahin zu gehen, ne? So ein Amboss-Wächter. Ich glaube, der hatte Wurfangriffsschaden, ne? Haben auch den Schildwurf, aber Schildwurf wäre auch geil, ne? Shieldthrow wäre auch übelst nice. Oh, ich glaube, ich gehe doch wieder hier auf den Amboss-Wächter, ne? Auf Angriffsschaden. Ja, doch, da hätte ich Bock drauf. Nahkampf, Nahkampf. So, was war hier bei Paladin? Ich glaube, der hatte nicht so viel Aufzeug, ne? Wolf Crit Chance, doch, das war das Ding. Nee, ich gehe auf den Amboss-Wächter. Ich take den Amboss-Wächter, hör mal. Schmiedeschlag. Okay, nehmen wir den hier. Sehr schön. Okay. Wie ich sehe, bist du noch immer du selbst. Diese Stärke wirst du brauchen, wenn unsere Welt, unsere Realität noch eine Chance haben soll. Deine Prüfungen im Zeitalter des Ruins sind noch nicht vorüber. Die Epoche, die du besitzt, ist noch nicht vollständig. Kehre in die letzte Zuflucht zurück. Kehre zum Ich von vor so langer Zeit zurück. Er wird dich zum letzten Splitter führen und zum unausweichlichen Schicksal deiner Zeitlinie.
Wir sehen uns wieder. I'll be back. Schön, das freut mich. Okay. Das heißt, erhöhter Wurfsangriffsschaden. Deine Wurfangriffe kosten mehr Mana, aber brechen die physische Feuerresistenz. Normalerweise für eine Ambosshaltung. Alleine. Okay, das war die Sache hier, ne? Zum Effektivität. Ach, ich hab Bock auf Shield Throw, ne? Glaub's aber. Gut, machen wir hier einen Punkt für Stärke rein. Shield Throw braucht physisch Geschicklichkeit, Wurfangriff, Stärke, Geschicklichkeit wie die Hammer. Ja, komm, gönn dir. Ist da einer? Ballern wir die erstmal hoch. Dann geht der Rest hier rein. Schön in Wurf, schön in Shield Throw. Ja, das wird geil, das wird mega. Das wird entspannt werden. Okay. Cool, dann zurückgehen. So. Bei Etera, du hast es geschafft. Du hast ihn später zurückgebracht. Aber was ist mit Panion? Die Lehre hat ihn verdorben. Ich verstehe. Was können wir noch tun? Selbst mit den beiden Splittern ist diese Stadt verloren. Unsere einzige Hoffnung ist der Tempel von Etera, in dem sich Gerüchten zufolge letzte Splitter befinden könnte. Indem du die Epochen wiederherstellst, kannst du in deine Zeit zurückkehren und uns mitnehmen. Fort aus dieser Ruine. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Ich werde den letzten Splitter finden. Ja, okay. Ich danke dir. Es gibt einen alten Durchgang zur Oberfläche. Ich werde die Rune auflösen, die ihn versiegelt. Der Tempel von Etera befindet sich weit im Osten. Auf bald. Der Herr, die Dame. So, haben wir da unten noch eine Quest irgendwie? Bei dir? Ich habe den ältesten Gaspar richtig gehört. Du gehst an die Oberfläche. Wenn dem so ist, hätte ich eine Bitte an dich. Okay, was gibt's? In den alten Aufzeichnungen, die zur ersten Flucht der Menschheit vor der Leere zurückreichen, gibt es Berichte über eine andere Gruppe, die sich in einem anderen Höhlensystem unweit von Valbrin verstecken wollte. Wir haben versucht, den Standort dieser Partnerstadt sozusagen der kleinen Zuflucht durch Hellseherei und durch den Bau eines Tunnels zu bestimmen. Aber alles war umsonst. Könntest du vielleicht nach Spuren auf sie suchen? Klar, mache ich. Alles easy. Ich sage, mehr durch. Die Tür ist durch eine mächtige Rune versiegelt. Du erinnerst dich daran, dass der älteste Gaspar dir erklärt hat, wie man die Barriere auflösen kann. Ah ja. Jetzt sind wir da. Hier steht physischen Schaden. Danke, Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ey. Ah, das war hier die Sache, ne? Mit diesen giftspuckenden Viechern, ne? Ja, genau. Arena-Helm. Giftresistenz und Rüstung. Shield Throw, ich glaube, ich gehe auf Shield Throw, ne? Das wird mega gut sein. Das war damals auch schon mal im ersten Playthrough, vor Jahren. Mein All-Time Favorite. Deswegen machen wir das auch.
schön durchstunnen. Ordentlich rein in den Ring. Komisch, dass diese Ader. Jetzt sieht man sie deutlich. Okay. Wir gucken gleich zurück. Und wir haben einen Wurfspeer freigeschaltet. Okay, cool. Hier eine rein. Und ich hoffe, dass bei Hämmerchen das gleich auch noch plöpp macht. Weil wir da eh, glaube ich, respecken werden, ne? Wenn der Schildwurf am Start ist. 3 Level. Damit geholzt hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie an den Skills verändert haben im letzten Mappen. Gott, oh Gott. Aber ich glaube, das sollte passen. Mal hier rum. Das heißt, dann läuft es wieder zusammen. Wie ein Amulett. Sehr gut. Okay, das heißt, es ist einmal erkundet hier alles. Dann können wir jetzt weitergehen. Ach, hier oben. Kickt immer noch gut rein. So, Glyphe des Chaos. Schreien. Und jede Menge Gold. So, was haben wir hier? Blitzwiderstand. Kalter Widerstand. Ah, komm jetzt. Treff doch mal. Heilige Scheiße. Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit sowie Zaubergeschwindigkeit, was cool ist. Jetzt richtig ausrasten hier. So, na, alles erkunden. Bam, bam, bam.
Ist da noch so ein klein Abknicksel? Unique war auch da, okay. Für die Hoffnung. Eisenvisier. Geschicklichkeit, Vitalität. Wir schauen bei Hammerwurfs natürlich auch sehr cool. Aber dann brauche ich jetzt sowas auch für Schildwurf, ne? Wenn es das gibt. Fixe, sehr schön. Die Truhe. Ja, cool. Fehler, Dreiecksschild. Ja, dann gehen wir doch zurück. Passt es doch. Das ist doch super. Fünfmal. Die sind auch hartnäckig, ey. Junge, Junge. Penne dran, Kackviecher. Stein. Okay. Hier rüber. Hoffe ich mal auf einen weiteren Wegpunkt. Das wäre super. Ah ja, es ist da hinten. So, und euch noch. Es ist hat sich doch gelohnt. Klack, klack, klonk, alles sortieren und rein hier. Eine Notiz durch Magie erhalten. Die Sicherheit der letzten Zuflucht endet hier. Unter dem Licht des Splitters findest du nur die Dunkelheit der Leere und die wahnsinnig gewordenen Kultisten vor, die sie anbeten. Kehre um. Andernfalls möge dir Eterras letzter Funken noch etwas Licht und Schutz spenden. Das klingt immer so dramatisch. Dann geh mal rein. The cultists had a philosophy. The void transcends reality. And by embracing it, so could they. After all, this world was gone. If they devoted themselves to despair, would it welcome them? A form of hope. Desperate, worthless in the end. Ha. Dann schauen wir doch mal die Oberfläche, was mich hier erwartet. Wegpunkt wäre geil, ne? Wegpunkt wäre echt eine nice Sache. Okay. Da vorne ist er auch. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.